Tamiya CC01 Isuzu MuType X etwas anders aufgebaut. Wir schauen uns heute an, was daraus geworden ist aus meinem Tamiya-Projekt. Hier jetzt das vorläufige Endergebnis. Es ist noch nicht ganz fertig. Es fehlen noch einige Details und auch die Beschriftung. Da versuche ich mich dann später in das Thema Plotter einzuarbeiten. Ich habe mir einen ausgesucht, der ist aber noch nicht da. Werde extra drüber berichten. Also hier jetzt mal Rohversion mit fertiger Elektronik sozusagen, bis auf Rücklicht. Das Dauerlicht ist noch nicht fertig. Und was ich jetzt dummerweise gemacht habe, im Vorfeld von dem Video habe ich die erste Testfahrt unternommen. Und ihr seht es vielleicht hier schon auf der Seite, das Auto ist in der Kurve einfach gekippt. Ich habe hier Kratzer im Lack, hier oben Kratzer im Lack und der Spiegel ist einfach komplett abgebrochen, obwohl er ja mit einem O-Ring flexibel gelagert ist. Auf der anderen Seite ist er noch dran, also einigermaßen beweglich, aber der ist durch. Der Schaft ist durchgebrochen, ich habe noch alle Teile gefunden, aber müssen wir uns was überlegen, wie wir den wieder hinbauen. Ich könnte natürlich auch einfach hinkleben, ist vielleicht das Beste. So, dann schauen wir uns mal an, was ich für Funktionen eingebaut habe. Wir hangeln uns jetzt trotzdem mal durch. Fangen wir vielleicht einfach mal von außen an. Die Lackierung, da habe ich von Spawa diese Farbe hier. Das ist ein Ralton 3024 Leuchtrot. Das ist ein Rot, das offiziell die Feuerwehr auch verwendet. Das habe ich als Hauptfarbe benutzt. Unten drunter befindet sich von Tamiya die Grundierung. Also ich habe erstmal weiß grundiert, dann komplett mit dieser Leuchtrot eingesprüht und die weißen Bereiche, die ihr hier seht, hier vorne am Kotflügel und hinten übers Heck, das ist einfach Vallejo weiße Grundierung, die ich dann mit der Airbrush aufgetragen habe. Ich sehe auch, dass hier vorne ein Kratzer ist. Also ich habe meinen schönen Lack schon ordentlich versaut jetzt. Müssen wir dann hoffentlich mit den Aufklebern vom Plotter etwas verdecken, beziehungsweise hier auf jeden Fall oben an der Tür, da muss ich nachlackieren leider. Also erste Reparatur steht schon an, aber vorher müssen wir uns ums Fahrwerk auch noch kümmern, weil wenn das Auto so leicht kippt, das ist natürlich auch nicht Sinn der Sache. Also Lackierung soweit gut von außen lackiert, das ist ja kein Lexan, das ist ja eine massive Plastikkarosserie. Dann habe ich die Fahrerscheibe ausgetrennt, dass man hier besser reinschauen kann. Und der Fahrer bzw. Beifahrer, das ist das Inlay von Tamiya für die Rallye-Fahrzeuge. Das heißt, ich habe Fahrer und Beifahrer, die habe ich etwas feuerwehrmäßig lackiert, also gelber Helm, rote Arme, das ist natürlich jetzt mehr oder weniger Fantasie, gelbe Handschuhe. Und dass der die Tafel hier in der Hand hat, auf dem Schoß, ist ja gar nicht so unrealistisch. Hat man ja bei der Feuerwehr, die fahren mit Tablett raus. Dann habe ich noch am Helm, vielleicht sieht man es, ein kleines Kabel angebracht. Das ist eine einfache Litze, habe ich um Zahnstocher gewickelt, um diese Spiralform hinzubekommen. Und damit hat er Funkverbindung. So, dann von den Funktionen her. Ich habe ganz normal natürlich Gas, dann habe ich Bremse und Bremse erzeugt auch ein Bremslicht. Ich hoffe, man sieht es hier. Dann habe ich verbaut Blinker links und Blinker rechts. Vorne am Kotflügel, hoffe, man sieht es. Und ich habe hinten, das ist jetzt einfach noch eine einfache Lösung. Ich habe einfach ein Loch reingebohrt für eine Leuchtdiode. Das kann man noch viel schöner lösen. So, dann wie es für ein Feuerwehrauto natürlich gehört, haben wir Blaulicht auf dem Dach. Es ist ein Lauflicht hier und ich habe hinten dran noch meine Arbeitsbeleuchtung für den Einsatzort. Muss man durchschalten, das ist direkt im Empfänger angebracht. Es hat verschiedene Modi, die man durchschalten kann, wenn man Dauerlicht hat oder möchte. Das ist dummerweise dann ganz am Ende, weil das alle vier dauerhaft blinken. Dann kann ich vorne noch die Beleuchtung hier anschalten, die ganz normale Frontbeleuchtung. Und in dem Lichtbaustein, der eingebaut ist, ist es so, wenn ich Halbgas erreiche, dann gehen vorne noch Scheinwerfer an. Unten habe ich die verbaut und ja, nettes Gimmick, aber braucht man nicht unbedingt. So, was noch viel wichtiger ist im Notarztwagen, natürlich Martinshorn, auch das haben wir im Auto. Man hört es, klingt ganz gut, man hört es außen auch ganz gut, also es ist ordentlich laut.
Was ich dann noch vorhabe, ist hier hinten wahrscheinlich die Scheibe austauschen. Die ist das dunkel, man kann kaum reinschauen. Ich würde eine Scheibe einbauen, die schön transparent ist und dann hinten eine Platte reinbauen mit verschiedenen Werkzeugen. Ich habe schon einen Feuerlöscher mir besorgt, hier zum Beispiel. Eine Schaufel ist auch sowas oder irgendwie ein Brecheisen, das dann hinten als Ausrüstungsgegenstände oder eine Kiste, kann ich mir vorstellen, dass man die hier innen reinbaut noch und dann durch die Scheibe wird man es jetzt nicht sehen, deswegen würde ich die Scheibe dann noch austauschen. Das wäre das Nächste, was noch ansteht. Auch auf der Beifahrerseite die Scheibe entweder ganz raus oder ich tausche auch noch aus durch etwas Transparentes. Aber ich finde es ganz gut eigentlich mit der geöffneten Scheibe wie hier. Dann hat man wirklich freien Blick auf den Fahrer bzw. dann auf der anderen Seite auf den Beifahrer. Was mir richtig gut gefällt, vielleicht ist euch auch schon aufgefallen an dem CC01-Fahrwerk und im Zusammenhang mit der Karosserie, man sieht keine Karosseriehalter, keine Splinte. Das ist sehr schön gelöst. Die Karosserie ist hier hinten erstmal fixiert. Man muss das rauslösen und kann dann nach vorne weg die Karosserie aufziehen. Das machen wir jetzt mal und dann zeige ich euch, wie das Ganze im Inneren verkabelt ist. Also hier hinten erstmal die zwei Nippel durch die Laschen ziehen. Man kann es noch durch Splinte sichern hier hinten, aber es ist nicht notwendig. Man bekommt es so schon auch nur sehr schwer raus. So, dann sehen wir, hier ist einiges an Kabeln verbaut. Man sieht auch im Inneren noch zwei Leuchtdioden. Das sind Leuchtdioden, die stecken am Lichtbaustein, die sind da mitgeliefert. Und wenn ich Gas gebe, gehen die aus. Also ich kann es zum Beispiel als Innenbeleuchtung noch bauen, dass im Stand eine Innenbeleuchtung an ist. Und wenn ich dann losfahre, geht die aus. So, was ist hier alles verbaut? Vorne seht man, habe ich die Hauptbeleuchtung, die Blinker und unten Nebelscheinwerfer. Die Kabel gehen dann hier in den Lichtbaustein rein. So, jetzt brauchen wir irgendeine Schnittstelle fürs Bremslicht, zum Fahrtenregler und für die Blinker zum Servo. Und deswegen ist es so, Servo, Lichtbaustein, Empfänger. Und Fahrtregler, Lichtbaustein, Empfänger. Also der Lichtbaustein ist zwischengestaltet zwischen dem Empfänger und jeweils einmal Servo und einmal Fahrtenregler. Dann habe ich hier den Empfänger oben reingeklebt, weil eben hier die meisten Kabel sind. Führt natürlich auch dazu, dass mein Schwerpunkt jetzt ziemlich hoch ist. Wahrscheinlich deswegen auch das Kippen. Da muss ich schauen, dass ich den Schwerpunkt wieder runterkriege. Mal schauen, wie wir das hinbekommen. Wenn ihr da Tipps habt, einfach in die Kommentare schreiben. Vielleicht auch die Felgen ausbleiben. Mal schauen, was da alles noch auf mich an Abenteuern wartet. Aber machen wir weiter. Dann vom Lichtbaustein geht es hinter. Da habe ich dann Bremslicht, den Blinker und Rücklicht. Das Komische ist an diesem Lichtbaustein, den ich auf eBay gekauft habe, es gibt kein Dauerrücklicht. Das heißt, das baue ich mir noch selber. Ich habe es hier schon mal eingebaut. Eine Leuchtdiode ist jetzt rausgegangen. Das schalte ich einfach auf den Dauerstrom vom Akku mit einem Vorwiderstand und dann habe ich dauerhaft brennendes Rücklicht. So, was fehlt noch zum Empfänger? Also ich habe 7 Kanäle voll belegt. Ein Kanal hier oben, die Arbeitsscheinwerfer, dann habe ich die zwei Blaulichter parallel geschaltet. Ich habe die direkt verlötet miteinander. Da sind dann normal an diesen Blaulichtern die normalen Servostecker dran, habe ich abgeschnitten, zusammengelötet und auf ein Servokabel geführt, das dann in den Empfänger reingeht. Vom Empfänger geht hier noch weg in das Fahrwerk rein. Also einmal geht es dann hier zum Lenksabo, zum Fahrtregler. Und das dritte ist hier unten. Hier ist mein Soundbaustein für das Martinshorn. Und den Lautsprecher habe ich hier vorne reingebaut. Geschalten wird es über diesen kleinen Schaltbaustein hier. Der steckt drin. Also es geht Empfänger, Schaltbaustein, dann Martinshorn, Soundgenerator und Ausgang Lautsprecher. Ansonsten von den Komponenten her, Motor, Getriebe, Reifen, das ist alles aus dem Baukasten raus. Hier habe ich nichts verändert. So, was ich jetzt noch schön finde, ich habe es schon angesprochen, ist, wie die Karosserie auf das Fahrwerk befestigt wird. Ich habe hier vorne ein massives Plastikteil, hier eine Ausbuchtung und ich hake das erstmal hier vorne ein und hinten sieht man dann die zwei Nippel hier, wo man eigentlich noch mit Splinten sichern kann. Und im Hinteren der Karosserie, dieses schwarze Teil, wird auf diese Karosseriehalterung dann draufgestülpt. Soweit zu meinem Notarztwagen.
Wir sind so kurz vorm Ziel, würde ich mal sagen, beziehungsweise kurz vorm Ziel schon hässliche Lackschäden. Also das ist natürlich echt ärgerlich. Sowas regt mich immer auf, dass dieses Auto einfach jetzt so schnell gekippt ist. Ich konnte es nicht mehr abfangen, war irgendwie unvermittelt. Da möchte ich auf jeden Fall noch ein bisschen verbessern, weil es mich jetzt ärgert. Und vor allem, wenn dann später alles noch beschriftet ist, möchte ich jetzt nicht, dass das Auto so leicht kippt. Zumindest auf Beton ist es passiert, auf Schotter war es nicht so stark. Aber auch da ist mir das zu kippelig. An diesem Kippen müssen wir arbeiten. An den Details müssen wir arbeiten. Wenn es euch interessiert, gleich mal Kanal abonnieren und dann wieder dabei sein in den nächsten Videos. Bis dahin viel Spaß beim RC-Basteln, beim Tunen, beim Lackieren, was auch immer. Wir sehen uns. Euer Roland im RC-Land. Bis dann. Tschüss.